Sonntagabend 20:30 auf der Holsteiner Chaussee. Dieser Geländewagen ist aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und in den Vorgarten eines Wohnhauses gerast. Ein 58-jähriger Autofahrer hat die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist über den Gehweg durch einen Zaun über den Rasen gegen einen Baum gefahren. Der Fahrer wurde zum Glück nicht verletzt. Ein anwesender Domino-Lieferant wurde zum Glück auch nicht verletzt. Und das war großes Glück, wie der Lieferfahrer selbst berichtet. Also ich stand ja hier hinten, wollte losfahren. Ich bin ja Lieferant mit dem Fahrrad. Als ich losgefahren bin, habe ich nur einen Knall von hinten gehört. Er hat ja Zaun mitgenommen zuerst. Das war wirklich so knapp, dass er mich auch mitnimmt. Mit 80 hier reingebrettert, voll gegen den Baum gefahren. Nee, ich dachte, ich habe einen Schutzengel bei mir. Es war wirklich knapp. Der Fahrer des Geländewagens musste die Polizei zum Kommissariat begleiten. Der Unfalldienst hat die Ermittlungen übernommen.